Ja, um den Ladestromadapter anschließen zu können, drehen Sie den Automower auf den Rücken, entfernen dann den Gummidichtnippel aus dem Gehäuse, lösen dann die Steckverbindung und verbinden dann die Steckverbindung des Automowers mit dem vierpoligen Steckverbinder des Ladestromadapters. Hier müssen Sie etwas aufpassen, dass die beiden Pole passen. Passen tun sie auf jeden Fall. Dann sieht es folgendermaßen aus. Und dann verbinden Sie den Ladestromadapter noch mit dem Trafo und den Trafo mit der Steckdose. Mit Hilfe der Wandhalterung ist der Automower zudem perfekt aufgeräumt und eine Nachladung mit Hilfe des Ladeadapters kann hier sehr einfach durchgeführt werden. Bitte den Automower unbedingt im Home-Modus laden. Während des Vorganges meldet der Automower Laden.